Ja, hallo, das Casino ist eröffnet und wir haben jetzt Silber auf dem Roulette-Tisch liegen. Wer ist dabei? Setzen Sie jetzt und setzen Sie alles, denn nur wer mitspielt, kann gewinnen. Vorsicht, Ironie. Liegt dein Einsatz auch schon auf dem Tisch? Falls nicht, dann schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an und nehme meine Impulse aus über 25 Jahren gelebter und erfolgreicher Geldanlagepraxis mit an Bord. Ich kann euch sagen, was in den letzten Wochen abgeht, ob Ripple, GameStop oder jetzt eben das Silber, das hat mit einer soliden Geldanlagestrategie definitiv nichts mehr zu tun, sondern hier läuft ein ganz anderes Spiel, in dem man uns suggeriert, der kleine David kann gegen den großen Goliath gewinnen. Ich befürchte jedoch, der kleine David bekommt mal wieder das Fell über die Ohren gezogen, denn das, was sich hier gerade abspielt, kommt mir verdächtig bekannt vor. Nach dem kurzen Intro geht es wie immer los. Zum Zeitpunkt des Videodrehs haben wir einen Silberkurs von rund 27 Dollar. Nehmen wir diesen Kurs und multiplizieren ihn mit 36, dann kommen wir auf ein Kursziel von 1000 Dollar, so wie es ja die Armee der Kleinanleger in den sozialen Medien angekündigt hat. Und ihr wisst vielleicht, wie hoch die Gewinnchance im Casino ist, wenn man auf eine bestimmte Zahl setzt. Richtig, dein Einsatz erhöht sich auf das 36-fache. In diesem Video geht es mir um eine ganz wichtige Botschaft und ich bitte euch wirklich, euch das Video bis zum Ende anzusehen, damit ihr versteht, wovon ich spreche. Auch hier würde mich in den Kommentaren interessieren, wie ihr die Aussage aus diesem Video zusammenfasst. Mir ist nämlich aufgefallen, dass einige die Videos nicht zu Ende schauen und Aussagen komplett aus dem Zusammenhang reißen oder Aussagen kommentieren, die ich niemals in dieser Form getroffen habe oder sich nur auf die Schlagzeile des Titelbilds stürzen. Wenn du jedoch wirklich vorhast, die nächsten Jahre, und das kommt hoffentlich rüber, es geht um die nächsten Jahre und nicht Tage, wenn du da krisensicher und rentabel investiert sein willst, dann schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Mit dem Spiel, das gerade gespielt wird, haben sogar Menschen aus deiner Nachbarschaft schon Haus und Hof verzockt. Anders kann man es leider nicht sagen, aber von welchem Spiel spreche ich? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wie viele Säue in den letzten Wochen durchs Dorf getrieben wurden. Zuerst war es die Bitcoin-Sau, die letzten 3 bis 4 Tage Ripple, dann kam es GameStop und jetzt reitet die Silbersau durchs nächste Dorf. Und weil wir gerade so schön in Casino-Stimmung sind, ich nehme jetzt schon mal eure Wetten entgegen und frage euch, welche Sau rennt eurer Meinung nach nächste Woche durchs Dorf? Schreibt mir es bitte in die Kommentare. Mal sehen, wer gewinnt. Ja, bereits ein Blick in die jüngere Vergangenheit genügt, um in der Zukunft zu lesen. Wenn ich hier nur an den sogenannten neuen Markt, das war Ende der 90er Jahre, wenn ich daran zurückdenke, hier wurden die Menschen mit einem ähnlichen Trick in Massen regelrecht abgezockt. Jeder hat gemeint, er müsse dabei sein, wenn jetzt die Dotcom-Rakete von der Startrampe Richtung Unendlichkeit abhebt. Was glaubt ihr, wie viele Kleinanleger Haus und Hof verzockt haben, weil sie geglaubt haben, sie müssten unbedingt jetzt noch dabei sein? Wisst ihr, was man mit dem Treibstoff gemacht hat, mit dem diese Rakete damals betankt wurde? Da gab es Leute, die waren am Ende doch tatsächlich cleverer als das Kleinanleger-Hänschen und haben still und heimlich den Treibstoff, also die Milliarden der Kleinanleger, umgeleitet. Dreimal dürft ihr raten, wohin. Ich will nicht zu viel verraten, aber es fängt mit Wall an und hört mit Street auf. Dort sitzen nämlich die Croupiers, während die Zocker mit leeren Taschen und hängenden Köpfen wie geprügelte Hunde aus dem Casino schleichen. Ich kann mir vorstellen, dass es sich bei der aktuellen Geschichte von den wackeren Kleinanlegern, die den großen Hedgefonds jetzt mal ja zeigen, wo der Hammer hängt, vielleicht nur um eine weitere und auch ähnliche Show handelt, wie damals beim neuen Markt. Denn ob nun Ripple, GameStop oder Silber, spielt eigentlich keine Rolle. Das Problem an der Sache ist, dass viele Laien denken, sie müssten jetzt unbedingt mit dabei sein. Oder sie denken, sie verpassen etwas Spektakuläres.
Und genau da liegt die große Gefahr und auch meine Botschaft in diesem Video. Falls du zu denjenigen gehören solltest, dann lass dir sagen, du verpasst überhaupt nichts. Denn der Zeitpunkt, um langfristig solide und überdurchschnittlich rentabel Geld anzulegen, der bietet sich dir täglich. Ohne dass ich mich jetzt selbst beweihräuchern will, aber meine Renditen und damit auch die Renditen meiner Kunden liegen seit Jahren schon im Durchschnitt über der 10% Marke. Und dafür gibt es keine Zauberformeln, sondern die Strategie ist so simpel wie effektiv. Sie heißt schlichtweg Diversifikation. Dabei muss ich einfach immer schauen, wo sind die Chancen, welche Anlageklassen sind unterbewertet, wo ist ein Zyklus zu Ende, wo beginnt ein neuer Zyklus und an welchen Märkten verdunkeln sich die Wolken. Also im Prinzip ganz einfach. Wer sein Vermögen krisensicher und rentabel anlegen will, für den gibt es nur drei Investments. Und die heißen erstens Sachwerte, zweitens Sachwerte und drittens, ganz, ganz wichtig, Sachwerte. Und du musst überall dabei sein. So einfach, ja, ist das Ganze. Dann machst du vielleicht nicht Gewinne wie im Casino, aber dafür konstant solide Ergebnisse und das über das gesamte Portfolio. Stell dir an dieser Stelle einfach nur vor, du hast bei Bitcoin 2% vom Gesamtportfolio. Du hast mit dieser Anlagestrategie von März bis heute circa 700% eingefahren. Wenn du das jetzt auf das Gesamtportfolio komplett rechnest, dann siehst du relativ schnell, dass dein Gesamtportfolio an Fahrt aufgenommen hat. Allein jetzt nur in diesem einen Beispiel. Außerdem muss man breit aufgestellt sein und sich an feste Regeln halten. Das ist ganz wichtig. Du musst Emotionen aus dem Spiel lassen. Natürlich freuen wir uns, also meine Kunden und ich, wenn der Bitcoin nach oben geht. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Silber nach oben geht, weil wir mit unserem Portfolio überall dabei sind. Ja, und beim Silber natürlich auch noch mehr wie beim Bitcoin. Denn mal ehrlich, was nützt es dir, wenn du jetzt auf die Silbersau oder die GameStop-Sau aufspringst? Dann machst du halt mal 150 oder auch 200% Gewinn. Aber genauso funktioniert es halt auch im Casino. Heute gewinnst du, morgen verlierst du. Aber du musst aufpassen, dass du nicht alles verlierst. Daher meine ganz wichtige Botschaft an dieser Stelle. Beschäftige dich unbedingt mit den Mechanismen, und das ist wichtig, des Finanzsystems. Lass dich nicht verwirren und lass dich nicht manipulieren. Du verpasst definitiv nichts. Wenn es viel zu gewinnen gibt, und das hat die Geschichte immer wieder eindrucksvoll gezeigt, dann sind die Gefahren eines Verlustes noch viel höher. Weil diese sagenhaften Gewinne natürlich viele Laien, und das ist entscheidend, an die Casinotische lockt. Zumindest bei Silber gibt es keinen Totalverlust. Das ist auf alle Fälle ausgeschlossen. Und ich halte Silber auf alle Fälle für sehr interessant. Aber das soll heute nicht mein Thema sein. Ich habe ja auch im Übrigen schon vor Jahren geraten, als Silber noch bei 14, 15 Euro lag, einzusteigen. Lass dich auch bitte nicht zum Blick in den Rückspiegel verleiten nach dem Motto, wäre ich doch, dann hätte ich jetzt. Wir brauchen weder einen Rückspiegel, noch brauchen wir eine Glaskugel. Alles, was wir brauchen bei der Geldanlage, das ist ein gesunder Menschenverstand. Leidenschaft für eine langfristig solide, das ist wichtig, Geldanlage, und wir müssen uns an die immer gleichen Regeln halten. Die allerwichtigste lautet vielleicht Gier frisst Hirn. Meine Botschaft an dich, es ist völlig egal, welche Sau als nächstes durchs Dorf getrieben wird. Bleib cool, denn wenn du die langfristige Hochfinanzstrategie fährst, dann gehörst du definitiv immer zu den Gewinnern. Völlig egal, ob Silber, Gold, Platin, Bitcoin, GameStop, Apple oder sonst was. Wenn du wissen möchtest, wie die Strategie funktioniert, dann komm auf mein Webinar und lerne die Hintergründe kennen. Ich zeige dir darin, weshalb mein Vermögen immun gegen jegliche Krise ist und wie ich seit vielen Jahren im Durchschnitt zweistellige solide Renditen erwirtschaftet habe. Wohlgemerkt, ohne zu zocken oder zu spekulieren. Wenn du keine Lust darauf hast, jedem neuen Hype hinterher zu laufen, wenn du dir Sorgen um dein Vermögen machst, wenn du einen echten Experten suchst, der dir dabei hilft, dein Vermögen krisensicher und natürlich auch rentabel anzulegen, dann vereinbare ganz einfach ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Ich würde gerne von euch wissen, welches eurer Meinung nach die nächste Sau ist, die man durchs Dorf treibt und ob die Message im heutigen Video wirklich auch rübergekommen ist. Bitte abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast, und drücke auch die Glocke,
dann verpasst du in Zukunft kein wichtiges Video mehr. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Einen herzlichen Gruß aus Eichenzell. Bleibt sicher mit eurem Geld. Euer Daniel Sauer.